Griechenland, Januar 2015. Die linke Syriza-Bewegung feiert den Wahlsieg. Yannis Varoufakis wird Finanzminister und schon 5 Monate später wieder zurücktreten. 5 Monate voller verzweifelter Versuche, Griechenland von der Schuldenlast zu befreien, voller zäher Verhandlungen mit den Europartnern. Adults in the Room, ein Film über politische Erpressung und Intrigen. In der Zeit, von der der Film erzählt, sind wir alle um 10 Jahre gealtert, haben alle viele graue Haare bekommen. Es war eine intensive Zeit, voller Angst, ganz egal, auf welcher Seite man stand. Es ist ein wütender Film, wie man es vom politisch engagierten Filmemacher Costa Gavras gewöhnt ist, Wahlfranzose und gebürtiger Grieche. Unparteiisch ist sein Film über den Höhepunkt der Finanzkrise nicht. Er basiert auf dem gleichnamigen Buch von Yannis Varoufakis. La réussite de votre programme sera aussi notre réussite. They won't let you do that. Europe set up a rescue plan to save Greece. The rescue plan was to save the German and French banks. Ja, die Linke, die europäische Linke, ist überall gescheitert. Wir müssen aber überlegen, wen wir mit die Linke meinen. Was ist die Linke? Ich meine damit nicht Menschen oder Politiker, sondern 2 oder 3 wesentliche gesellschaftliche Ideen, eine Lebensphilosophie. Und diese Philosophie hat man einigen Politikern anvertraut, die dann gescheitert sind. Kinostart diese Woche. Mit dabei Ulrich Tukur als unbeugsamer deutscher Finanzminister Wolfgang Schäuble. Banks shut. No more money. Well, as the Beatles say, money can't buy me love.